Hallo miteinander. Danke vielmals, Jesse Owe, für die Einstimmung. Ich heiße Hau. Hau? Ja, how are you, sagen wir in dem Fall. Okay. Jesse Hau, das hat mich gefreut. Also, jetzt kommen wir zum Programm. Ich erkläre gerade, wie es etwa abläuft. Zuerst kommen zwei Einspieler. Einer ist ein kurzes Video, der erklärt, wie die Regierungen kommunizieren. Eher widersprüchlich, er sagt das auf eine lustige Art. Dann kam ein Einspieler, wie die SP Werbung macht für das Mediengesetz, wie sie das sehen. Und dann könnt ihr selber überlegen, was ihr davon haltet. Dann kam Unterhaltung mit Jesse Hau. Und dann kam Lili Anselmetti. Sie redet von ihrem Job und wie sie Eltern und Kinder beratet und betreut. Und wir freuen uns auf den Abend. Und schön, dass ihr da sind. Jetzt würden wir den Einspieler machen. Zuvor muss ich aber kurz ernst werden und darf Ihnen jetzt exklusiv als Erster die verspätete und mit Spannung erwartete Covid-19-Verordnung des Gesundheitsministers verkünden, die ich aus einer geheimen, aber seriösen Quelle via Internet erhalten habe. Die folgenden Verschärfungen treten pünktlich zum Nationalfeiertag in Kraft. Ab 0 Uhr herrscht Maskenpflicht für die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Wassermann und für alle Volvo-Fahrer, außer wenn sie grüne Socken tragen. Die Maßnahme gilt nur von 18 bis 21.30 Uhr, vorausgesetzt Sie fahren einen Audi mit einer 17 im Kennzeichen. Wenn Ihre Hausfarbe gelb ist, dann dürfen Sie nicht aus dem Haus, außer es steht auf der rechten Straßenseite. Die Ausnahme entfällt jedoch, wenn ein Parkplatz davor ist. Bei mehreren Parkplätzen entfällt die Regelung komplett, es sei denn, es ist ein Behindertenparkplatz dabei. Frauen dürfen wochentags die Wohnung nur verlassen, wenn sie verheiratet sind, allerdings nicht, wenn sie Kinder haben. Es sei denn, es sind mindestens zwei Kinder des gleichen Geschlechts, deren Altersunterschied aber nicht größer als 2 Jahre ist. Bei Kindern zwischen 4 und 10 Jahren trifft die Regel nicht zu. Das war jetzt einmal nur der erste Teil der Verordnung. Damit Sie nicht vor lauter verschiedenen Regeln völlig durcheinander kommen, nach dem Feiertag folgen dann die Anordnungen und Verbote für die weiteren Tage. Aktuell noch ein Hinweis, die zuvor genannten Regeln gelten nur für 18- bis 60-Jährige, sofern sie zwischen 1,60 Meter und 1,75 groß sind. Ansonsten gilt genau das Gegenteil, es sei denn, sie sind blond. Also ihr habt gesehen, ohne Medien keine Demokratie, aber was wir heute haben, das ist im Prinzip eine Diktatur, weil die Medien genau das sagen, was der Bundesrat sagt. Und der Bundesrat macht das, was die WHO verlangt. Also jetzt kommt unser Speaker, der René Zeier. Ich glaube, er hat ein bisschen kalt, wir müssen ein bisschen klatschen. Vielleicht an diesem Mikrofon. Ja. Schönen guten Abend. Ich begrüße die zitternde, radikale kleine Minderheit, die sich da versammelt hat. Und ich bin auch eingeladen worden, etwas zum Thema Pressefreiheit zu sagen. Das heisst, es wird ein bisschen trauriger Anlass werden jetzt im Moment. Ich selber bin seit mehr als 40 Jahren im Journalismus tätig. Also ich rede sozusagen aus persönlicher Betroffenheit. Und wir haben eigentlich im Moment leider das bei den Medien, was man so einen perfekten Sturm kann nennen. Einerseits brechen ja bekanntlich die Inserate weg, beziehungsweise die zwitschern das Internet ab.
Und das liegt daran, dass die grossen Konzerne wie Google und Facebook und so weiter sich 90% von der Online-Werbekuchen abschneiden. Das ist jetzt aber nicht deswegen so, weil Google und Facebook so grosse, böse Sicher sind, sondern weil die Medienmanager auch in der Schweiz schlicht und einfach verschnacht haben, was die Zukunft der Medien anbetrifft. Zweiter Bestandteil von dem perfekten Sturm ist eine Konzentrationsbewegung, die jetzt langsam ein bisschen nordkoreanische Zustände in der Schweiz annimmt. Es gibt nämlich im Wesentlichen, wie Sie ja sicher wissen, im Prinzip noch zwei grosse Konzerne, die Tageszeitungsgeschäfte unter sich aufteilen. Das ist CH Media auf der einen Seite und das ist TH Media auf der anderen Seite. Und für die Happy Few, also die, die ein bisschen intellektueller anspruchsvoll sind, geht es nach der NZZ. Die beiden grossen Medienkonzerne sind im Besitz von zwei Clans, wenn ich das nennen. Also einerseits der Supino-Connings-Clan, der Besitzer von TH Media mit 12 Kopfblättern in der Schweiz ist. Also ob sie Basler Zeitung, Zürcher Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Bund, gibt es ja dann bald auch nicht mehr, lesen, ist eigentlich völlig egal. Es ist immer die gleiche Einheitssoße, die in der Zentralredaktion in Zürich hergestellt wird. CH Media ist eigentlich noch fast schlimmer. Seitdem sie sich mit der NZZ-Media zusammengeschlossen haben, also mit der früheren Landzeitungen von der NZZ, beschallen die mit 24 sogenannten Kopfblättern die ganze Schweiz. Also ob sie Zugerzeitung, Luzernerzeitung, Tagblatt, Aargauerzeitung, Badenerzeitung oder was auch immer lesen, ist eigentlich völlig wurscht. Es steht im Wesentlichen immer das Gleiche drin. Das führt jetzt leider zum Thema Pressefreiheit zu in der traurigen Zustand, weil die ganzen Zeitungen, wo sie sich vereinheitlicht haben, haben ja behauptet, wir tun natürlich ein Forum bilden, also wir tun verschiedene Meinungen wiedergeben, wir geben die Gelegenheit auch für widersprüchliche Meinungen, vor allem bei den aktuellen Themen. Ich würde nur noch zwei aufgreifen. Ist das natürlich, wie Sie sicher alle merken, nicht der Fall. Das eine Thema ist natürlich Corona, das ist völlig klar, wie mein Vorredner schon nicht ganz unrichtig gesagt hat, hat sich dort eine fatale Beifallskultur entwickelt in diesen Medien, was die offizielle Politik vom Bundesrat, von der Taskforce, von all den Wissenschaftsgremien anbetrifft und was die Medien da damit machen, und das meine ich jetzt wirklich wieder aus persönlicher Betroffenheit, ist leider, dass sie ihre Glaubwürdigkeit verspielen und das Vertrauen, das man in sie hat. Weil was ist eine Zeitung eigentlich? Was ist eine News? Was ist eine Tageszeitung? Die transportiert mehr als Leser irgendwelche Informationen von Entwicklungen, von Zuständen, von irgendetwas, was passiert ist, wo ich nicht dabei bin. Das heisst, also ich muss denen vertrauen, dass das, was sie mir berichtet, mehr oder weniger der Realität entspricht oder zumindest einen Versuch darstellt, die Realität abzubilden. Wenn ich das Vertrauen nicht mehr habe, wenn das Vertrauen verspielt wird, dann bin ich als Konsument ja auch nicht mehr unbedingt dazu bereit, für das noch etwas zu zahlen. Und damit wären wir ja bereits schon beim zweiten Thema, was jetzt dann im nächsten Monat darüber abgestimmt wird, nämlich über das sogenannte Medienpaket. Das Medienpaket beinhaltet ja im Wesentlichen, dass die grossen Konzerne, also TH Media, CH Media, bis zum gewissen Grad auch NZZ, wollen zusätzlich in den nächsten 7 Jahren 1 Milliarde Franken Subventionen bekommen. Die 1 Milliarde Franken, die wandern aus den Taschen der Steuerzahler in die Taschen von diesen grossen Medienkonzernen in erster Linie. Und die Behauptung, wieso sie das brauchen, ist, dass nur dadurch weiterhin eine kritische, differenzierte politische Meinungsbildung in der Schweiz möglich sei. Die Medien bezeichnen sich ja immer so ein bisschen grossspurig als die sogenannte vierte Gewalt. Das heisst, sie sagen, wir sind Kontrollinstanz, wir schauen den Reichen und den Mächtigen und der Regierung auf die Finger schauen. Und gleichzeitig tun sie natürlich auch das Image verspielen, indem sie das eben genau nicht machen. Immerhin lebt man ja noch einigermaßen in einem kapitalistischen System. Das heißt, es gibt immer ein Angebot und es gibt eine Nachfrage. Es ist eindeutig ja eine Nachfrage nach News, nach Nachrichten, nach Information, nach Analyse, nach Einordnung vorhanden. Auf der anderen Seite
ist aber das Angebot dermaßen lausig geworden, dass offensichtlich nicht mehr genügend Leser dazu bereit sind, für die Art von Information noch zu zahlen. Das ist nämlich inzwischen auch ziemlich teuer geworden. Also das Jahresabonnement erleben ja diejenigen von Ihnen, die sich das noch leisten, am eigenen Leib. Kostet inzwischen locker 700, 750 Franken im Jahr für ein Angebot, wo man sich schon muss wundern, wie man das überhaupt noch verantworten kann. Weil es ist eher selten im Kapitalismus, dass man für mehr Geld weniger überkommt. Das wäre so ungefähr, wie wenn die Migros würde sagen, ihr kommt jetzt noch einen halben Liter Milch zum Preis von einem Liter über, aber der halbe Liter ist eigentlich genauso gut wie vorhin der Liter. Wir müssen halt einen kleineren Schluck trinken oder was auch immer. Euch das irgendwie schön reden, das ist etwas Gleiches. Also was die Medienkonzerne versuchen in der ganzen Angelegenheit, ist im Publikum weiss zu machen, dass es ein besseres oder zumindest gleichbleibendes Angebot für mehr Geld überkommt, während jeder, der eine Tageszeitung haltet, wenn er die vergleicht mit dem, was vor 10 Jahren dort ihm geliefert wurde, ist, muss er feststellen, dass er sowohl vom Umfang her wie auch vom Inhalt her eine dünne Suppe in viel kleineren Tassen überkommt, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Das ist ein sehr bedauerlicher Zustand. Auf der anderen Seite ist es auch kein Anlass zu grosser Verzweiflung, weil es gibt Alternativen, glücklicherweise. Da in Winterthur, ich bin jetzt noch nicht ganz ins Letzte informiert, ist das, glaube ich, noch nicht so der Fall. Es gibt zum Beispiel aber nicht weit weg von da die Ostschweiz, kleine Packungsbeilage, dort schreibe ich auch gelegentlich, also Werbung in eigener Sache. Das ist ein Online-Magazin, das vor 3 Jahren gestartet ist, mehr oder weniger aus dem Nichts raus. Und inzwischen der Platzhirsch, das ist der St. Galler Tagblatt mit all seinen Kopfblättern, eigentlich inzwischen schon zumindest im Online-Bereich abgetrocknet hat. Das heißt, es gibt mehr Leser, wo die Ostschweiz täglich sich zu Gemüte führen, als das altgesessene St. Galler Tagblatt, wo gleichzeitig auch die Appenzeller Zeitung ist und Thurgauer Tagblatt und wie die früheren Zeitungen alle geheissen haben. Der ganze Zustand ist natürlich leider nichts, wo man applaudieren kann, wo man auch nicht irgendwelche grimmige Gesichter dazu machen kann. Es ist aber sehr bedrückend und beängstigend, weil es ist natürlich tatsächlich so, wir stehen jetzt da auf dem Platz, wir wissen, dass wir da sind, ihr könnt freundlicherweise mir zuhören, aber alles andere, was sich um uns herum abspielt, selbst da in Winterthur, im Kanton Zürich, in der Schweiz, in Europa, auf der ganzen Welt, das erfahren wir ja nur durch Transmissionsriemen, eben durch die News-Produzenten. Jetzt kommt noch etwas Erschwerendes hinzu, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dass es im Prinzip 2 Zentralredaktionen in der deutschen Schweiz gibt, wo die ganzen Blätter abfüllen. Der andere Teil von diesen Blättern, das könnt ihr auch mal darauf achten, wenn ihr die Zeitung genau leset, das hat bei vielen Artikeln zu 100 Stunden so ein kleines Klammerli und in dem Klammerli steht STA drin. STA steht für Schweizer Depeschenagentur. Das ist eine sogenannte News-Agentur. Das heisst, Tageszeitungen übernehmen immer mehr von der einzigen noch in der Schweiz existierenden News-Agentur. Was das alles noch mit Pluralismus oder Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit zu tun hat, ist wirklich eine interessante Frage, die die Konzerne mal beantworten sollen. Konkret geht es in dem Zusammenhang, wenn ich dir da noch ein klares Votum dafür abgebe, wirklich darum, ob man am 13. Februar dem Medienpaket soll zustimmen oder nicht. Wir haben ja bei dem Einspieler vorher gesehen, was da für Werbung von den grossen Verlagen dafür gemacht wird, dass behauptet wird, dass diene eben der Pressefreiheit, dass diene der lokalen Berichterstattung, dass sie vor allem für die kleinen regionalen Zeitungen denkt, das sagt auch die Schweizer Bundesregierung, also die Medienministerin Sommaruga wird auch nicht müde, immer zu wiederholen, die Medienmilliarde, die wird in erster Linie für die kleinen lokalen Zeitungen und Zeitschriften ausgehen. Das ist leider nicht der Wahrheit oder der Realität entsprechend. Um auf das Beispiel nochmal zurückzuholen, zum Beispiel Tagblatt von St. Gallen, auch der Landbote da in Winterthur, der gehört ja zum TH-Media-Konzern, die würde tatsächlich
von dieser Medienmilliarde profitieren, das heisst, dass sie Subventionen bekommen. Die Ostschweiz will, dass es ein Gratis-Medium ist im Internet, also wir verlangen keine Abonnementsgebühr, man muss nicht irgendetwas zahlen hinter einer Paywall, dass man lesen kann. Die kämen keinen Rappen über von diesen Subventionen. Es ist gleichzeitig auch so, ich hoffe, der Veranstalter ist ja ein Landwirt, jetzt darf ich natürlich nichts gegen Agrarsubventionen sagen, sonst werde ich da gerade von der Bühne geholt. Ich sage aber etwas zu den Mediensubventionen, es ist immer ein Grundproblem, wenn ein Angebot so tut, als sei es nur überlebensfähig, wenn es vom Staat subventioniert wird, ist es zum Untergang verurteilt. Das ist leider so. Das ist auch mit der Industrie da in Winterthur gewesen. Das ist mit der ganzen Textilindustrie in St. Gallen gewesen. Da hat sich die Zeit verändert. Die sind eingegangen. Dafür ist ein Neues entstanden. Und das ist auch gar nicht schlimm. Jetzt tun die grossen Medienkonzerne so, als wenn es die Milliarden nicht gäbe oder wenn sie es nicht mehr gäbe, dass dann also im Prinzip der Untergang von der Schweiz bevorsteht, dass man über nichts mehr informiert werden, dass man völlig hilflos durch die Realität taumelt. Das ist natürlich alles ein völliger Unsinn. Wenn es eine Nachfrage gibt nach qualifizierten Neuigkeiten und die Nachfrage ist ja einwandfrei vorhanden, dann gibt es auch immer ein Angebot. Das ist so im Kapitalismus. Wo die Schweiz ja untergegangen ist, hätte man keinen Schiss müssen haben, dass man jetzt von Zürich oder von Genf oder von Basel aus nie mehr herfliegen kann. Wenn es ein Bedürfnis danach gibt, dann kommt jemand und erfüllt das Bedürfnis. Das heisst also, in kürzeren Worten ausgedrückt, es ist völlig klar, wie man am 13. Februar sollte abstimmen bezüglich der Medienpaket, nämlich mit einem klaren Nein. Weil es gibt ja keine Alternative dazu. Die einzige Alternative ist, dass wir uns auf andere Arten müssen, wahrscheinlich immer mehr informieren. Glücklicherweise gibt es ja da dafür ein Angebot. Es gibt das grosse, weite Internet. Das Problem da dabei ist natürlich, niemand hat dermassen viel Zeit, normalerweise pro Tag, sich dort alle Stückchen und Teile und Informationen zusammenzusuchen. Man weiß auch die Quellen nicht genau, stimmt das nicht, sind das Fake News, ist das tatsächlich eine realistische Darstellung von der Realität? Mit anderen Worten, obwohl wir im 21. Jahrhundert von unglaublich viel Informationen überflutet werden, wird es immer schwieriger, sich tatsächlich einigermaßen sachgerecht und der Realität entsprechend zu informieren. Was ihr aber schon leider durch eure Anwesenheit da zeigt, jedenfalls mir zeigt, ist, solange man ein bisschen Energie noch hat im Leib, wo man selbst bei so einer Kälte sich sagt, mal, das wird ich mir jetzt anhören, die gehe ich her, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Schlimm wird es nur dann, wenn man passiv wird, wenn man sagt, man kann sowieso nichts machen, es ist sowieso alles Gleiche, die machen ja sowieso, was sie wollen. Das ist eigentlich das Gefährliche in einer Gesellschaft. Nicht irgendwelche Veränderungen im Angebot auf dem Tageszeitungssektor. Also von dem her lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, dass die vierte Gewalt würde zusammenbrechen, wenn die Milliarde abgelehnt wird, dass es keine korrekten Informationen mehr gibt auf dieser Welt, wenn TH Media, wenn CH Media nicht mehr würde existieren. Es wird immer Alternativen dafür geben. Kann übrigens auch jeder Einzelne aktiv werden. Ich selber habe so meinen kleinen Blog. Jeder kann das inzwischen machen. Das ist das Wunderschöne am Internet, wenn jemand das Gefühl hat, das, was ich so sage oder das, was ich mir so überlegen könnte, noch ein paar andere Leute interessieren. Ich schwöre es euch, es ist keine Quantenphysik, es ist nicht wahnsinnig schwierig. Das kann man mit einfachsten Mitteln für eigentlich kein Geld selber herstellen. Beispielsweise ein Podcast, ein Blog, eine Webseite, was auch immer, das kann jeder machen. Einzige Kriterium bei dem, dort wird es dann ein bisschen schwierig, wenn man die ganze Verwandtschaft und die ganzen Freunde und alle, die mühend auf die Webseite geführt hat und kommen nicht mehr Leute, dann muss man halt sich wahrscheinlich leider sagen, gut, okay, Nachfrage ist jetzt leider doch nicht so groß, wie ich gemeint habe, aber da kann man auch problemlos wieder den Stecker rausziehen. Also mit anderen Worten, das nennt man so Graswurzelentwicklungen, wieder ein bisschen aus der Landwirtschaft gesprochen. Jeder kann selber zu einem Multiplikator werden. Jeder kann selber versuchen, Umstehende, seine Gemeinschaft,
Region, Kanton, vielleicht sogar die Schweiz, mit irgendetwas zu beschallen. Und weil man im Internet gnadenlos kann messen kann, wie das denn eigentlich ist. Also man kann gnadenlos bei jedem einzelnen Besucher sagen, wie lange ist der bei mir drauf gewesen, was hat er sich angeschaut, wo ist er reingestiegen, wo ist er wieder rausgegangen. Das ist alles überprüfbar heutzutage. Also mit anderen Worten, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht rundum genügend informiert, ich vermisse irgendwelche Informationen, gibt es etwas Neues, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat, nämlich man kann es auch selber machen. Man kann das auch selber organisieren, man kann sich selber zu Wort melden. Und das ist etwas, was sehr neu ist. Das hat es vor dem Internet noch nicht gegeben, das Internet selber ist auch noch nicht allzu alt. Und mit anderen Worten, wenn ich da noch einen kleinen Aufruf starte, nicht resignieren, nicht das Gefühl haben, man kann ja einen Weg nicht machen, werdet aktiv. Ihr steht jetzt schon mal in dieser Kälte um und hört mir zu, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dann geht doch anschließend mal heim und schaut mal im Internet, wie einfach das ist, einen eigenen Podcast zu machen, eine eigene Webseite zu basteln, einen eigenen Blog aufzubauen. Und das einzige Problem, das ihr dann noch werdet haben, ist, wird das irgendjemand wissen, was ihr so zu erzählen habt, oder wird das nicht? Bei mir kann ich immerhin glücklich feststellen, es hat jetzt doch einige Leute, die trotz dieser Temperaturen da vor mir stehen und mir zulassen. Und dazu würde ich euch natürlich ganz herzlich gratulieren, mich auch sehr für die Aufmerksamkeit bedanken. Und am Anschluss an das bin ich auch angewiesen worden, dass das sehr wichtig ist da, mache ich auch sehr gern. Wenn es irgendwelche Fragen oder irgendwelche Kritiken oder auch Applaus natürlich aus dem Publikum sollte geben, bin ich gern bereit und mit großem Vergnügen dafür da, das alles zu beantworten, was da vielleicht noch an Fragen sollte rum sein. In dem Sinn teile ich eigentlich jetzt gern euch das Wort und bin gern bereit, etwas zu Fragen zu sagen. Danke vielmals für die aufbauenden Worte. Also ihr seht, ihr müsst sowieso eure Informationssuche selber in die Hände nehmen. Das Problem ist ja, dass die grossen Konzerne jetzt uns vorgeben, was wir sollten denken und überhaupt wissen. Uns wird das meiste Wissen vorenthalten. Jetzt kommt ein kurzer Einspieler noch. Der Raphael Lutz, der hat früher beim Tösaler gearbeitet und er erklärt beim Stricker TV ein bisschen, wie das gelaufen ist. Es ist so, dass ich beim Tösaler zu dem Thema kein Leserbrief kann veröffentlichen. Also das heisst, die werden einfach nicht veröffentlicht. Ja, jetzt könnt ihr schnell los. Ja, das ist durchaus, kann ich das sagen, ja. Es war so gewesen, dass zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wann war das gewesen? Das ist zeitlich schwierig jetzt einzuordnen. Das muss Ende Jahr gewesen, glaube ich, Anfangs 21, kurz bevor ich gegangen bin, dort war das mal die Diskussion auch gewesen, wie umgehen mit, in Anführungszeichen, Corona-Leugnen. Also der Begriff ist tatsächlich ja, auch intern immer benutzt worden. Und Hintergrund war ein Interview im Dezember, genau, jetzt kann ich mich erinnern, wo man mit dem Urs Hans geführt hat. Der Urs Hans ist ein Kantonsrat von Zürich und also lebt in Turbetal, im Töstal. Er ist ein Bauer, Biobauer und ist aber schon seit einigen Jahren Mitglied vom Kantonsrat und gehört dort mitunter zu den, ich würde jetzt mal sagen, ja, grössten Regierungskritiker. Er hat von Anfang an gesagt, jetzt, wo die ganze Nummer losgegangen ist, jetzt wird die Schweiz regiert von der WHO. Jetzt hat quasi Genf und die WHO regiert das Land und so weiter. Teilweise sehr polemisch natürlich, aber er hat immer und immer wieder mit Motionen und so weiter, mit Anfragen auch die kantonale Regierung herausgefordert und ist entsprechend auch sehr beliebt oder unbeliebt gewesen, oder? Je nach Blickwinkel. Und dann hat man ein Interview gemacht mit ihm, also jetzt nicht ich, Kollegin vom Oberländer, und dort hat man ihn einfach mal zu Wort geholt, hat einfach können reden, oder? Was eigentlich völlig journalistisch eigentlich sollte normal sein, aber was in diesen jetzigen verrückten Zeiten nicht mehr so
Standard ist. Und das hat dann intern für massive Kritik gesorgt. Wieso hat man einem Corona-Lügner und so weiter und so fort, also in Anführungszeichen, so eine Plattform gewährt? Und das hat dann eben zu dem geführt, jetzt, was ich genau beschrieben habe, dass man dann sogar so eine Art versucht hat, Richtlinien zu erstellen, wie künftig oder umgehen mit so Kritiker, oder? Genau. Und Richtlinie heisst in Form von einer E-Mail alle, oder wie? Ja, das heisst einfach, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es so gewesen, dass man dann einfach gesagt, so ein bisschen zum Schluss gekommen ist, möglichst wenig Plattform der Kritiker, oder, gewähren, künftig. Also jetzt sind wir ja informiert, so läuft in der Presse, es ist nicht nur im Töstaler so. Töstaler ist jetzt abhängig vom Oberländer, der Oberländer ist abhängig vom Tagesanzeiger und dort sagt der Herr Zubino, was in der ganzen Region, ist, auch Unterländer und was gibt es noch? Oberländer und Lampo natürlich, oder? Ja, die Heimzeitung von Winterthur, die hat keine eigene Meinung mehr, die sagt genau das oder darf das sagen, was der Herr Zubino, Multimillionär, so denkt. Und ja, das kommt nicht gut raus. Darum müssen wir das in die eigenen Hände nehmen. Jetzt aber zu den Fragen. Bitte stellen die Fragen. Der Herr Zeier ist immer noch da. Ja, bitte mutig. Das gehört auch zur Meinungsfreiheit. Hast du einen zweiten? Ja, einfach so, dass ich es höre. Könntest du vielleicht das auch anstellen? Ja, da haben wir ein mediales Debakel, stelle ich fest. Ja, stelle ich schon lange fest, das weiss ich schon lange. Es ist schön, dass es jetzt endlich mal breit rauskommt. Jetzt meine Frage, was können wir machen? Wie können wir das lösen? Oder? Wir können eigene Quellen machen, wir können den Quatsch nicht mehr glauben, den Quatsch nicht mehr kaufen, wir können den Quatsch nicht mehr lesen. Was können wir noch machen? Ja. Eben, ich muss leider sagen, ich bin nicht so der Anhänger vom passiv erdulden und sich beschweren und so weiter. Es ist einfach so, was Tageszeitungen machen, ist das Angebot liefern. Das ist schweineteuer geworden, wie gesagt, Jahresabonnement 700, 750 Stutz, das merkt man schon im Portemonnaie. Und umso weniger Leute bereit sind, das auszugeben, umso kürzer ist noch die Lebensdauer von diesen grossen Konzernen. Was ist die Alternative? Wie gesagt, erstens, selber aktiv werden. Das Internet überflutet uns mit Informationen, glaube zu mir. Gibt so die schöne alte Akte X Science-Fiction-Film The Truth is Out There. Die Wahrheit ist irgendwann da draussen. Das heisst, es zersplittert zwar alles ein bisschen, aber man kann sich zusammensuchen. Man muss aktiv werden, glaube zu mir. Man kann nicht mehr einfach sagen, am Morgen Gipfeli, Zeitung, aufschlagen. Jetzt ist wieder mal alles klar, was auf der Welt passiert ist. Die Zeiten sind vorbei. Es braucht jetzt eure Aktivitäten, nicht mehr grosses Gemecker gegen das Supino und Connings und Wanner und wie sie alle heissen. Die werden irgendwann einmal verschwinden, aber ihr werdet bleiben und ihr müsst euch informieren. Weil wer nicht informiert ist, ist verloren. Das ist völlig klar, oder? Der wird wirklich zum Schaf, der mitläuft, der nicht weiß, was mit ihm passiert. Danke vielmals. Also, es tut nicht weh, es geht doch. Der Nächste bitte. Ja, hallo. Also, ich habe es eigentlich ziemlich einfach. Das, was in den Zeitungen, was im TV gesendet wird, da glaube ich einfach das Gegenteil. So einfach ist das. Ja gut, das hoffe ich, dass das bei meinem Vortrag jetzt nicht zutrifft. Das wäre jetzt natürlich nicht gut. Aber um es jetzt weniger scherzhaft aufzunehmen, ja, logisch, eine gewisse Skepsis gehört dazu. Jetzt auf der anderen Seite, das ist übrigens auch das Grundprinzip von allen unseren Gesetzen, es gibt nur so etwas wie den gesunden Menschenverstand. Das ist auch so ein sehr missbrauchter Begriff, den gibt es aber. Wenn etwas unglaubwürdig wirkt, wenn man seine Zweifel hat, ob das so sein kann, ist es meistens richtig.
dass man die Zweifel hat. Wenn man das Gefühl hat, doch mal Auto, Unfall, zwei Verletzte, Rega, Polizei, kann man davon ausgehen, ja, das stimmt. Das heisst, wenn ich das so aufnehmen darf, das da benutzen, selber denken, kritisch sein, hinterfragen. Aber bitte auch ja nicht, es ist alles gelogen, wir werden von A bis Z nur eingeseift, nichts von dem stimmt, was man uns serviert. So einfach ist es eben leider auch nicht, weil die Welt ist nicht schwarz und weiß. Die Welt ist ziemlich bunt, kompliziert, neurotisch und sehr schwer zu verstehen. Aber man sollte sich Mühe geben. In der Berichterstattung ist ein für mich neuer Begriff aufgetaucht, den ich das erste Mal gelesen habe im Tagesanzeiger. Das ist der Begriff One-Voice-Kommunikation. Was bedeutet das? Darf ich da den Telefon schocken? Also wahrscheinlich vermute ich jetzt einmal, dass da damit eben gemeint ist. Ich versuche es mal so zu übertragen. Kleines Beispiel. Es gibt ja die Taskforce zu dem Bundesrat. Oder? Also der Bundesrat hat sich eine extra eigene Taskforce gemacht, weil er hat unabhängig werden von den X-Krisenstäben und Taskforces und Verteidigungsministerium und Innenministerium und Gesundheit. Die sollen ihn beraten. Aber bitte nur ihn. Was passiert ist, ist, dass die Taskforce an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat angefangen, dem Bundesrat Zensuren zu erteilen. Also die haben gesagt, ja, also die letzten Massnahmen von Herrn Berset, die finden wir so weit in Ordnung, hätte da aber vielleicht noch ein bisschen mehr müssen, aber doch mal. Oder sie haben gesagt, also das ist jetzt völlig falsch, was der Bundesrat beschließt. Das ist eben in der Ungut, sowohl was der Bundesrat anbetrifft, wie was die Wissenschaft anbetrifft, weil erinnert sich vielleicht noch die älteren Semester, das hätte man so einen schönen Begriff gegeben, nämlich das ist amtlich. Vielleicht erinnert man sich noch daran. Also wenn die EMPA gesagt hat, das ist so, oder wenn etwas amtlich abgestempelt war, hätte man vor 20, 30 Jahren noch gesagt, dann wird das ja wohl so sein, Ende Gelände, gibt keine Debatte mehr dazu, das ist so. Auch das hat sich leider aufgelöst. Der Bundesrat widerspricht sich ständig, die Wissenschaftler widersprechen sich ständig, Wissenschaftler widersprechen dem Bundesrat widerspricht den Wissenschaftler, die Schweizer widersprechen den Deutschen den Österreichischen. Das ist wirklich ein ziemliches Chaos, das da angestellt worden ist. Das Gegenteil davon wäre wahrscheinlich eben One Voice, also wir sagen wenigstens nur eine klare Meinung. Ja, oder eben, man könnte ja auch einfach ehrliche Aussagen machen, oder? Also wir können, das ist ein gefährlicher Begriff mit ja, ehrlich. Es gibt so eine schöne, das ist ja, glaube ich, von Winterthur ursprünglich, alter SPler Brutbacher, vielleicht erinnert sich die eine oder andere noch an den, der hat so eine schöne Biografie geschrieben mit dem grossartigen Titel «Ich log so wenig wie möglich». Ja, vielleicht noch eine Frage oder so, kommt. So häufig könnt ihr mich nicht befragen in aller Öffentlichkeit. Macht etwas draus. Dankeschön. Wir haben vorhin auf dem Bildschirm einen Journalist gesehen, der offenbar, weil er sich nicht mehr wohlgefühlt hat, aus seiner Situation ausgestiegen ist. Ich hoffe, er hat heute wieder einen guten Job an einem anderen Ort. Ich frage mich, wie geht es denn der Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten, es gibt sicher auch andere, die ausgestiegen sind. Ich habe am Abstimmungssonntag in Bern an einer Veranstaltung, also im November, einen Kameramann gesehen vom Schweizer Fernsehen. Der hat dann auch so in einem unbeobachteten Moment uns einmal zugeflüstert, dass er auch nicht ganz auf der Linie ist. Wie könnten wir dann die Journalistinnen und Journalisten erreichen und sie stärken, damit sie können das machen, was eigentlich ihr gewählter Beruf ist? Das wäre für mich ein Schlüssel, um eine Veränderung zu erreichen. Das ist wirklich eine sehr gute Bemerkung und auch Beobachtung, wenn ich das ein bisschen ausholen darf, weil es ist wirklich eine Tragödie. Ich meine, in den letzten Jahren sind mehrere tausend Arbeitsstellen im Journalismus eingespart worden.
in der Schweiz. Und jetzt stellt euch einmal, ich bin seit 30 Jahren selbstständig, mich trifft es nicht, ich kann den Latz offen haben, ich bin mein eigener Arbeitgeber, mit allen Risiken, die das hat. Aber jetzt stellt euch mal den 50-jährige angestellte Journalist vor. Mit 50 ist es noch ziemlich weit bis zur Frühpensionierung. Normalerweise ist nach der Sparrunde vor der Sparrunde. Jetzt stellt euch mal vor, unter welchem Druck die stehen. Ich wollte jetzt da natürlich auch keinen Namen nennen und so. Ich schaffe es eigentlich noch, in Mainstream-Medien zu publizieren. Es passiert aber sehr häufig, dass mir gesagt wird, ja, Zeier, also, Sie wissen doch, wie es ist. Also, das kann ich nicht einmal vortragen in der Redaktionskonferenz. Das hätte einer weg keine Chance. Und wenn ich dann wieder der bin, der den Zeier ins Spiel bringt, dann es ist schlimm. Es ist echt schlimm innerhalb von diesen Medienhäusern. Es ist nicht mehr lustig, dort zu arbeiten. Es hat auch nicht mehr viel mit Freiheit und freie Meinung. Und ich sehe das so, ich sehe das anders zu tun. Es ist echt schlimm. Was kann man machen? Ja, auch dort kann ich leider meinen Aufruf nochmal wiederholen, wenn ihr etwas könnt. Liebe Damen und Herren Journalisten, beschäftigt euch doch nicht mit eurem Bauchnabel, mit Gendersternli, mit irgendwelchen gestohlenen Liedern von Sklaverei, von Schwarz-Weiß. Macht etwas, werdet selbstständig. Es geht, ich lebe noch. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Es geht. Selbstständig werden, aussteigen, etwas anderes machen. Gute Journalist, der findet immer sein Publikum. Wenn ich etwas Gutes kann, berichten, schreiben, aufdecken, Leute unterhalten, was auch immer, ich habe doch mein Publikum. Ich brauche doch nicht die verdammten Tageszeitungen, die mich irgendwann sowieso mal rausrühren. Also übrigens, ich habe den Herrn Zeier kennengelernt, weil ich einen Artikel gelesen habe in der Ostschweiz und dann habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und darum redet er heute Abend. Und es ist sehr aufmunternd, wie Sie das vortragen. Es ist effektiv, wir müssen selber in die Hände nehmen. Ja, damit habe ich meine Funktion da erfüllt. Oh, ist das kalt heute. Ich danke euch ganz herzlich für die Geduld. Für die Energie, die man braucht, also um einen scheisskalten Abend da zu sein. Und schönen Abend noch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci. Ja, danke vielmals. Also jetzt Jesse Hau, jetzt kommen ihr dran. Ist ja so abgemacht. Jetzt habt ihr die Finger noch können wärmen. Jetzt kommt Unterhaltung. Genau. Übrigens, ich möchte noch sagen, der Journalist, den ihr vorher gesehen habt, der schafft jetzt, muss noch ein bisschen Werbung machen für seriöse Medien, der schafft jetzt bei Corona Transition und wir sind natürlich sehr froh, das ist ein unabhängiges Medium, eigentlich gegründet worden von Christoph Pfluger und jetzt machen auch Filmbeiträge. Bringen super Informationen, schaut doch dort jemand rein, die sind sehr aktuell und das hilft auch mir. Und vielleicht noch zu der Person, er hat gesagt, ihr müsst selber anfangen, aktiv werden. Den Tag durch bin ich Landwirt und die Nacht durch ich recherchiere. Danke vielmals. Ja, saluti miteinander. Schönen Abend miteinander. Bonsoir. Good evening. We are Jam for Harmony. A live band tonight für euch, vor allem für Kinder und Teenager. Ja, wir haben einen Livestream jetzt auch mit WebTV Zürich. And it goes directly to UK, England, mit Jam for Freedom, internationale Bewegung. Ja, mit Musik kann man die Menschen verbinden und wir halten euch jetzt gerade noch ein bisschen ein. Wir halten euch jetzt ein! Das erste Stück ist ein Stück von einem Album, wo selber geschriebene Songs sind, international auf Webstationen, Radios. Und es geht darum, Your blood is your soul. Keep it clean. This one is called Cybernetic Porcupine. We'll be right back.
come, yes. Don't let fear. Das seid alles, oder? Das Verständnis. Keine Angst. Okay.
Ich würde gerne, wo habe ich den Text? Ah. Yes, everybody should love each other. So. Okay, ich habe von diesem Lied, das ist ein neues Single, wo ich mit Valentina Velko war und Cello draussen habe. Und ich passe them around, ich kann es weiterverteilen, es ist auf Englisch und Deutsch. Manche Zeiten ist man verzweifelt. Es könnte auch eine Transformation sein. Deine Seele ist ein Licht. Your soul is light. Und wenn du da oben deine Gedanken hoch schwingen lässt, dann kann rundum passieren, was will. God shout. This one is God shout. And this one's called I am love. Du bist Liebe. Ja, stimmt. Du bist Licht, du bist Liebe. Du bist am Leben und du bist genug. Another day has just begun. But is this gonna be any fun? Get up and try and do it again. Maybe this time you don't have to pretend. See it
say it loud. Say it loud. Say it loud. I'm alive. I am love. And I'm keys. Wow, lovely. Luba Kopka on bass. Übrigens hat Luba heute auch mitgeholfen mit allen Technikern da, heute mit dem Sandro und seinem Team, das heute aufzustellen und schlicht angestellt. Das ist also, love you, man. Sie sind alle da, freiwillig, they're here, free choice für uns alle. Und es ist ziemlich kalt, man hört es an meiner Stimme, aber you're beautiful, wir sind so dankbar. Wir sind Jam for Harmony, Jam for Freedom. Dankeschön. Ja. Der Urs hat gesagt, wir können nochmal einen Song machen. Das hören wir natürlich immer gerne. Wir haben eigentlich immer das Glück, dass wir auf der Straße stundenlang spielen können. Vor allem in Bern, das muss ich sagen. Und dann, wenn die Polizei kam, war es eigentlich gerade so der letzte Song. Das war noch cool. So. Yeah. Was machen wir? Frau Mary, was fängt Sally oder so? Ich muss dann Sally kurz halten. Dann können wir ein bisschen Solo machen. Mustang Sally, okay, geht das? Okay, wir machen eine funky Nummer so aus den 60s. It's called, yeah, it's actually a Soul Motown number. It's called Mustang Sally. Something to keep you warm. We'll be right back.
Danke schön. Es tut uns leid, wir haben ein bisschen kalt gehabt, wie jetzt haben wir heiß. Zugabe machen wir vielleicht nachher noch, gell, Jessie Hau? Ist okay? Ja, danke, Urs Hans. Danke. Thank you. Merci vielmals. Okay, jetzt gibt es einen kurzen Einspieler. Und so, dass wir wieder aufs Thema zurückkommen. Und dann nachher kommt Lili. I was only 3 and a half when my family and I were evicted from our home and deported to a concentration camp. Fear of infectious epidemics was exactly what the Nazis used to demonize Jews as spreaders of disease. Today, the unvaccinated are being accused of being spreaders of disease. Also, ihr habt es gehört, das ist eine Holocaust-Überlebende, Vera Scharaf. Da hat man einfach beeindruckt, wie sie jetzt eigentlich, sie als Jüdin, den Vergleich macht. Mir hat man schon vorgeworfen, ich sage antisemitische Äußerungen gemacht. Aber sie sagt, was man bei den Juden hat, man vorgeworfen, sie würden irgendwie ansteckende Krankheiten verbreiten. Und jetzt sind es einfach wir Ungeimpften. Wissen, da, wo auf dem Platz sind, wissen alle, dass es ungefähr umgekehrt ist. Also, jetzt kommt Lili. Ja, ist gut. So. Ciao zusammen, ich bin Lili, ich bin von Kirchberg bei Bern. Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend hierher zu kommen. Merci Urs für die Einladung. Ich werde heute Abend... Ich werde heute Abend etwas erzählen über meine 4 Rollen, die ich schon seit einem Zeitchen inne habe und immer noch werde inne haben, solange es geht. Nämlich meine Rolle als Mutter, das ist die dankbarste. Meine Rolle als Initiantin von Stilles Stehen von Kirchberg bei Bern. Meine Rolle als, ich sage jetzt mal, ich bin ein bisschen Aktivistin geworden. Und meine 4. Rolle als kandidierende Grossrätin im Kanton Bern für Aufrecht Schweiz. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht. Ich gehe jetzt davon aus, das ist von einer Plakette, von der Demo, sage ich jetzt mal, von Brüssel. Ich komme aus der Zukunft. Bei uns ist alles super, weil ihr nicht aufgegeben habt. Und das ist mein Spruch. Und das ist auch ein bisschen mein Motto. Mein Motto ist nämlich aufstehen, herstehen und nicht locker lassen. Das war jetzt ein bisschen Berndeutsch gewesen. Wenn man das umsetzen, aufstehen bedeutet, wir stehen alle da, ich stehe da, ihr steht da, ihr seid schon ganz manchmal aufgestanden. Ich habe gesehen, ihr habt vorhin einen ganz wunderbaren Vakuumzug gemacht. Jetzt geht es darum, herzustehen, unsere Meinung zu vertreten, einem anderen gegenüber in die Augen zu schauen. Da bin ich auch überzeugt, das habt ihr alle schon mal gemacht, entweder bei einem Polizist, bei einem Beamten oder vor dem Lehrer, vor der Lehrperson, vor dem Schulleiter, der euch eingesetzt hat für eure Kinder. Oder vor dem Gemeinderatspräsident, vor irgendjemandem oder von einem Polizist, habe ich glaube schon gesagt, genau, wo ihr eure Rechte vertreten habt. Und das Dritte ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht locker lasst. Also bleibt bei eurer Meinung, macht keinen Schritt zurück, sagt, und das sind meine Rechte und die, für die stehe ich ein und die will ich durchsetzen. Jetzt kann ich die Überleitung machen zu meiner Rolle als Mutter. Ich bin Mutter von 2 ganz tollen Mädchen, 14 und 16, die gerade auf der Lehrstellensuche sind. Und ich durfte für sie herstehen und durfte nicht locker lassen. Das heisst, wir sind alle Masken befreit, wir haben ein Impf- und Testdispens. Und dass ich das auch durchsetzen konnte, musste ich auch ein bisschen kämpfen. Das Impf... und das ist sehr dankbar, es hat sich also gelohnt und ich, am April habe ich der Lehrerschaft ein Mail geschickt und gesagt, ihr lenkt meine Kinder nicht an, die dürft sie nicht diskriminieren, die dürft sie nicht erniedrigen, die dürft sie nicht nötigen. Meine Kinder, die werden nicht geimpft und nicht getestet. Und das haben wir bis heute können durchziehen. Ja, wir müssen doch ein bisschen Spicker machen. Meine 2. Rolle als Initiantin vom Stillen Stehen.
Das hat sich ergeben im April, wo die Massentests in Kanton Bern kamen, bin ich hergestanden und habe gesagt, ich bin nicht einverstanden mit diesen Massnahmen, habe ein paar Eltern aufgeboten und wir stehen also seit dem 12. April jeden Montag von 6 bis 7 vor dem Gemeindehaus, stehen dort, diskutieren zusammen, so nach dem Motto zusammenstehen, zusammenhaben und zusammen Lösungen suchen. Und mittlerweile sind wir 50 Personen, 50 Menschen, möchte ich lieber sagen, die dort stehen. Wir haben mittlerweile eine Bewilligung. Wir müssen also jeden Monat 50 Franken zahlen, dass wir viermal eine Stunde dürfen vor dem Gemeindehaus stehen. Und das hat sich auch so gelohnt. Und wir haben manchmal im Sommer so überlegt, sollen wir echt hier noch stehen? Was machen wir eigentlich hier? Wir sind zum 5. bis zum 12. hoch gewesen. Wir haben erst jetzt gemerkt, was das bedeutet, wenn man durchhaltet, wenn man dort steht. Weil kurz vor der Abstimmung sind auch immer mehr Leute gekommen. Und wir sind mittlerweile wirklich 50 Menschen, die dort stehen, zusammen reden und zusammen Lösungen suchen. Wie geht es denen? Ganz fest umarmen. Und das ist extrem schön, weil wir gehen auch wieder zurück in den Alltag und dort können wir die Kraft ganz, ganz gut brauchen. Also wenn ihr mal durchfahrt, am Ende zwischen 6 und 7 kommt ihr doch vorbei. Und ich werde auf diesem Weg allen, die regelmässig am Montag um 6 Uhr vor das Gemeindehaus kommen, zu Kilberg, Kilberg, sagen wir übrigens Kirchberg, mit den schönen Kirchen auf dem Hocker, möchte ich ganz, ganz fest Merci sagen auf diesem Weg. Und dann habe ich die dritte Rolle, wo ich etwas erzählen möchte. Ich sage von mir, ich bin Aktivistin, ich bin einfach plötzlich aktiv geworden, habe gar nicht gewusst, wieso. Und zwar ist das passiert bereits im Februar 20, wo ich einen Flyer im Briefkasten hatte, mit dem Anzeiger zusammen, dass der Testtruck zu uns auf Kirchberg kommt. Ich dachte, ich lese nicht richtig, als ich das gesehen habe. Ich habe nachher die Gemeindeverwaltung angerufen und gefragt, wer den organisiert hat. Und dann hat es ja, die Nachbargemeinde, die haben den organisiert, aber die haben zu wenig Platz gehabt. Und dann haben wir dann gefunden, ja, wir stellen uns bei uns bei der Aufwachhalle den Platz zur Verfügung stellen. Und nachher habe ich gesagt, ah, aber das Logo hat er drauf da, das ist komisch, wer hat das bekommen, die Werbung? Zu wem im Briefkasten ist das alles gegangen? Ich habe dann die Polizei angerufen und gesagt, ich möchte gerne dorthin stehen mit einem Plakat, wo es drauf gestanden ist, meine Kinder leiden unter der Maskenpflicht. Dann war ja schon Maskenpflicht bei uns im Kanton Bern, an Oberstufe. Und dann haben mich alle komisch angeschaut und gesagt, was hat der Maskenträger mit dem Testen zu tun? Dann habe ich gesagt, ja ganz viel. Und dort habe ich dann so angefangen zu merken, dass ich auch ein bisschen komisch bin und ein bisschen komisch denke. Oder vielleicht eben anders denke. Und das hat mich dann sehr aktiviert, dass ich auf die Hinterbeine gestanden bin. Und dann bin ich den ganzen Tag im Verlauf von dieser Zeit, als ich die Tests gemacht habe, bin ich hergestanden zum Testtruck. Ich habe die Leute, die rausgekommen sind, interviewt und gefragt, wieso seid ihr noch testen? Und dann haben sie gesagt, dazu mal im Februar, ja weisst, ich wollte um den Sommer in die Ferien fahren können. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist noch ein bisschen lang, bis die Ferien kommen. Mensch, das längt denn der Test bis dann? Dann ist eine Mutter gekommen und hat gesagt, ja, wir sind verkältet. Wir sind wahrscheinlich verkältet. Sie ist unsicher geworden. Dann habe ich sie so angeschaut und gesagt, ja, ihr habt dem Uredi nicht durch die Nase. Wir denken so nicht, ihr seid verkältet. Wieso seid ihr noch getestet? Ja, meine Tochter hat Asthma und wir wollten einfach wissen, ob wir infiziert sind. Also ich habe 60 bis 80 ganz komische Antworten bekommen, die ich nicht einordnen konnte. Habe ich den ganzen Tag auf meinen WhatsApp-Status gestellt und habe gemerkt, da haben mich plötzlich 140 Leute gefollowert. Also es war ein Interesse da gewesen. Die Leute wollten wissen, wieso sie sich testen. Und teilweise haben sie ja gesagt, das ist eine gute Sache. Wenn die Gemeinde uns das zur Verfügung stellt, dann müssen wir da mitmachen. Und ich habe dann zurückgefragt, ja, wisst ihr denn, wer es organisiert hat? Dann haben sie gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Also man ist einfach davon ausgegangen, dass das so ist, dass das normal ist und dass man das muss machen. Und für mich hat das einfach total nicht gestimmt. Und nachher bin ich Ende Februar mal auf Unterägeri gegangen. Dort hat ja der Ivan vom Raten auch auf dem Dorfplatz so Treffen organisieren, am Montag zu oben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe gedacht, ich möchte das gerne in Kilberg machen. Ich bin wieder heimgefahren mit dem Auto und habe einfach im Moment noch gar keinen Grund gefunden. Wenn ich die Leute aktivieren auf dem Dorfplatz oder eben vor das Gemeindehaus stehen. Und dann ist es 2-3 Monate gegangen und dann habe ich von einer Kollegin, von einer ganz guten Freundin von Familie Taskforce, wir haben ein bisschen geschrieben zusammen, ein Mail bekommen, du musst unbedingt schauen. Auf der Webseite der Bildungsdirektion haben sie etwas aufgeladen von Massentests, Pilotphase. Ich bin das anschauen am 7. April, bin sicher 24 bis 48 Stunden auf dieser Webseite gewesen.
Und habe nachher alle Daten zusammengesammelt, habe bei uns im Gesamtgemeinderat jedem Einzelnen ein Mail geschickt. Ich war mit denen praktisch allen Tutsis, am Verbandsvorstand, weil wir haben die Oberstufe so regional organisiert über mehrere Gemeinden. Ich habe denen ein Mail geschickt und gesagt, macht bitte, bitte, bitte bei diesen Tests nicht mit. Das ist freiwillig und unsere Kinder werden Schaden nehmen von dem. Sei das psychische oder physische Schaden. Am anderen Tag hat mir dann jemand von diesem Gremium angerufen und gesagt, schau Lili, es ist zu spät, wir haben gestern zu oben schon entschieden und wir werden bei diesen Massentests mitmachen. Das hat mir einen riesen Stich ins Herz gegeben und ich habe dann nachgefragt und gesagt, ja, aufgrund von was hat er das entschieden? Dann hat er gesagt, ja, es gibt eine Studie im Internet, musst du schauen. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt 48 Stunden auf dieser Webseite gewesen, da gibt es nie eine Studie, wir haben noch Pilotphase, die läuft. Also es kann noch gar keine abgeschlossene Studie geben. Sag mir noch einmal, wieso genau hat er dazu gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, weisst, wir haben mal geschaut, ob logistisch und technisch das machbar ist. Und dann haben wir gefunden, wir können das durchführen. Und ich habe dort schon ein paar Argumente gehabt, um zu sagen, ja, wieso hat er das wirklich gemacht? Und gemäss Volksschulgesetz hätten wir Eltern bei besonderen Massnahmen das Mitspracherecht. Es ist einfach alles nicht eingehalten worden. Und dann war natürlich klar gewesen für mich, dass ich die Eltern wieder aktiviert habe und gesagt habe, wir sind nicht einverstanden mit diesen Massnahmen. Wir stehen für das Gemeinshaus. Am Anfang ist das noch ja, so wohlwollend geduldet worden. Und irgendwann habe ich dann ein Schreiben bekommen mit einer Androhung von einer Strafanzeige. Ich mache dort eine Covid-19-Demo. Also wir haben keine Plakate und nichts aufgestellt. Und mit der Androhung bis zu 5'000 Franken Buss. Also ich bin recht in Konflikt gehabt bei mir in der Gemeinde. Das hat so weit geführt, dass mir die Polizei mal angerufen hat und gesagt hat, gehst du an dem ersten Tag, wo wir die Massentests durchführen, gehst du dann in die Schule führen? Also natürlich per se, oder? Ich sage es jetzt ein bisschen salopp. Und dann habe ich gesagt, also demonstrieren gehe ich sicher nicht, ich werde sicher kein Plakat haben, aber ich würde gerne die Schulleitung fragen, sie soll mir das Fläschchen zeigen mit dieser Flüssigkeit drin, die die Kinder 60 Sekunden müssen im Mund schwenken müssen. Dann hat mir der Polizist gesagt, ich würde mich nicht raten, irgendeinen Fuß auf das Areal vom Schulhaus zu setzen, weil sie werden euch dann ein Hausverbot aussprechen. Das war alles schon geplant gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das nicht, weil dann schade ich auch nur meine Kinder, die dann zu den Fenstern schauen, wenn ich da mit dem Polizist und so komme, habe ich einen Schritt über die Schwelle gemacht. Verhaften sie mich? Hätten sie mich vielleicht verhaftet? Ich bin dann nicht gegangen. Und der Polizist hat am Telefon ein bisschen Erbarmen mit mir und hat gesagt, er hat auch begriffen, sie mir wirklich für die Kinder einsetzen wollte. Er hat mir gesagt, ich kann euch etwas anbieten, ich kann euch nämlich einen Kontakt machen zu der Leitung der Massentests Kanton Bern. Und dort konnte ich in einer Stunde mit diesen Personen reden. Dann habe ich mal den Kommandant vom Zivilschutz angerufen und den etwas ausgefragt. Und ja, am Labor Ender in Münsingen habe ich angerufen, am Laborleiter. Dann habe ich im KVA, der Kehrungsverbrennungsanlage in Thun, angerufen, weil wir wissen, wie sie dann die Flüssigkeiten entsorgen. Und die Dame dort am Telefon hat gesagt, ja, die entsorgen wir sofort. Das ist hochinfektiöses Material, was ich dort bekomme. Und es war einfach alles ein bisschen komisch gewesen. Und die haben voneinander gar nicht gewusst, wer das welche Tests macht. Einfach komisch. He? Das heisst, ich habe dann angefangen, Filme machen, habe die gestreut, wie der Zeier vorhin gesagt hat. Ich bin dann aktiv geworden. Ja, das, was ich gewusst habe, habe ich angefangen zu erzählen, Filme gestreut. Wir haben 3 Flyer gemacht im Kanton Bern, zusammen mit der Familientaskforce, mit ganz, ganz guten Freunden, haben wir 3 Flyer gemacht. Ich kann euch die vielleicht kurz zeigen. Da haben wir, was passiert im Körper, wenn ich mich impfe. Das gehört zum Flipchart-Video, das ihr sicher auch schon gesehen habt, zu den Spikes-Protein. Eltern stehen auf, der ist 14 Tage alt, so eine Anleitung mit einer Haftungserklärung hinten drauf. Dann haben wir mal so einen Flashmob organisiert auf dem Waisenhausplatz in Bern. Dort hat eine ganz gute Freundin auch extra Flyer gemacht. Und dann ist der andere Flyer, heisst noch Stoppmassentest. Das war unser erster Flyer im April. Ja, so ist es gegangen und ist immer weitergegangen. Vielleicht habt ihr mal einen Blick gelesen, was es geheissen mit Geheimdienstmethoden versuchen Eltern Daten aufzunehmen. Das war sehr eine spezielle Situation. Da hat eine Freundin von mir von Bern hat so einen Fragebogen entwickelt. Wir sind nachher zu diesen Impf- und Testdrugs, also je nachdem, was für einen Drug,
Also die Schag müsst ihr euch nicht so gross vorstellen, sondern so klein. Das waren meistens einfach gemietete Europcar-Auto, die hergefahren sind vom Schulhaus. Dann sind zwei Personen ausgestiegen, so mit einem Köfferli, sind verschwunden im Schulhaus. Und nur die angemeldet waren, die Kinder, die haben auch gewusst, in welchem Schulzimmer dass die Impfungen oder eben die Tests stattfinden. Und es hat sogar Gemeinden gegeben, wie in Buchsee, da sind noch zwei Krankenauto nebenan gefahren, neben dem sogenannten Impftruck. Und dann, wo wir gefragt haben, wieso dass sie die zwei Krankenauto noch geschickt haben, jetzt geheissen, ja, man weiss ja nicht, wie falls das Kind noch umkippt. Und das sind auch so Situationen, die uns sehr, sehr nachdenklich gemacht haben. Ja, wir werden weiter kämpfen. Wir waren ja anfangs von dieser Woche vor der Bildungsdirektion in Bern und haben die Regierungsrätin aufgefordert, sie soll die Maskenpflicht stoppen. Wir haben Fragen gestellt, wir haben Briefe abgegeben, natürlich mit Fristen, dass sie auch haben müssen reagieren mussten, wie ihr das auch in anderen Gemeinden und Kantonen gemacht habt, wo es jetzt einfach auch Lockerungen gegeben hat. Wir haben diese Woche vernommen, dass im Kanton Bern wir jetzt über ein einfaches Gesuch King während der Pandemie bedingt dürfen ins Private, also heimnehmen und privat unterrichten. Wer ein Gesuch stellt und die Eltern, die eben Kinder haben, die Maskendispens haben, die nicht in die Schule können, wo sie sonst diskriminiert werden oder genötigt werden. Genau. Die vierte Rolle, die ich inne habe, ist, ich werde kandidieren als Grossrätin. Wir sind 69 Kandidaten im Kanton Bern. Das ist also cool, he? 69 Menschen, wir sind zwei Grossräte, die wir stellen. Und ich freue mich sehr und wir setzen uns ein. Also wir sind unter der Marke Aufrecht Schweiz und die Bewegung Aufrecht Schweiz, die ist entstanden aus 9 Vereinen und Organisationen aus der Bewegung, die gegen die Massnahmen sind. Und wir stehen ein für Freiheit, Selbstbestimmung und Wahrheit. Ich habe vorhin das Plakat gesehen, das ist genau in dem Sinn, wo wir herstehen, wo wir einstehen, wir Grossräte. Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung. Ja, ich glaube, ich schließe langsam ab und ich werde euch noch eins wiederholen. Probiert und macht das, was ich auch gemacht habe. Aufstehen, herstehen und nicht locker lassen, weil es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich für unsere Mitmenschen. Und merci vielmals fürs Zuhören. Und jetzt wäre ich noch da für Fragen. Ist das gut? Ja, super. Jetzt müssen wir Fragen stellen, wie man das macht. Zum Beispiel Kind heimnehmen. Finde ich eine gute Lösung. Also wir haben ja jetzt keine kleinen Kinder mehr, aber wir haben Kinder, die kleine Kinder haben. Und ich würde, also ich selber würde kein Kind in die Schule schicken in dieser Situation. Ja, stellen doch Fragen, können wir führen. Hat niemand Kind da, oder wie ist das? Nein, man kann schon alles lesen im Internet wahrscheinlich. Du hast vorher gerade gesagt, man kann Kinder zur Schule ausnehmen, wenn sie ein Dispens haben. Oder da würde mich interessieren, könnt ihr Kinder rausnehmen, wenn ihr mit den Massnahmen nicht einverstanden seid oder nur, weil sie eben wirklich so ein Dispens haben? Kannst du nachher vielleicht dann? Ja, so genau, warte jetzt. Also ich habe für mich das Merkblatt noch ausgedruckt. Das heisst Merkblatt, pandemiebedingte Dispensation mit kurzfristigem Privatunterricht für Kindergarten bis 4. Klasse. Also das ist wieder Diskriminierung, weil meine Kinder sind ja in der 8. und 9. Klasse und bei denen geht es dann nicht. Die haben wahrscheinlich andere Lungen, andere gesundheitliche Voraussetzungen. Ich finde es ein bisschen schade, es geht dort einfach bis in die 4. Klasse. Ja, ich habe es nicht im Detail durchgelesen. Genau. Also die Eltern müssen einfach die alleinige Verantwortung übernehmen für die Schulung der Kinder. Und da ist ganz genau so eine Zettel. Also man muss die Lektionen, genau so wie sie in der Schule wären, auch einhalten. Mhm.
möchte einfach schnell etwas ergänzen zum Kanton Zürich, weil die Homeschooling-Bestimmungen sind in jedem Kanton anders. Und im Kanton Zürich ist es so, dass man Kinder einfach abmelden beim Volksschulamt. Und dann sind die innerhalb von spätestens einer Woche ist das eigentlich dann geregelt. Und dann können die Eltern die Kinder im ersten Jahr selber unterrichten, aber ab dem zweiten Jahr müssen sie eine Lehrperson organisieren für eine bestimmte Anzahl Lektionen. Man kann das alles auf der Homepage vom Volksschulamt nachlesen. Gehen Sie ein, VSA, Privatunterricht, und dann finden Sie alle Informationen. Merci vielmals. Danke vielmals. Weitere Fragen? Dann? Alles klar. In dem Fall ist alles klar. Danke vielmals, Lili, dass du gekommen bist. Für deine Input und deine Anregungen und vor allem deinen Mut, dass du angestanden bist. Du bist ein super Beispiel, wie man es eben muss machen muss. Wenn man merkt, etwas stimmt nicht, dann muss man etwas dagegen unternehmen. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich Jessie Hau versprochen, dass sie den Abschluss noch machen kann. Sind ihr bereit? Mögen ihr noch? Könnt ihr noch mal ein bisschen einheizen? Ja, sie ist schon schnell ins Auto, Spass. Valentino! Also, gibt noch Zusatzunterhaltung und dann werden wir dann irgendwann bald abschliessen. Danke. Danke vielmals, Urs Hans. Merci vielmals. Danke euch. Wir machen noch einen kleinen Abschluss. Ihr könnt ein bisschen wählen jetzt. Wenn dann noch etwas Fetziges? Hä? Wollt ihr etwas Langsames oder etwas Fetziges? Was? Ich höre euch nicht! Eins, zwei. Okay, der Luba, er hat heute das Votingrecht. Ich habe ihn gefragt, was er gerne will machen heute mit uns. Mit Jam for Harmony. Für Jam for Freedom. Und er hat gesagt, er will diese Nummer machen und ihr kennt sie bestimmt so, Dance. Mach it, I will survive. Oh. Okay. I will survive. Alright. Oh, ja. Wow, das war aber schön. Mach das bitte nochmal.
la 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 la. Easy peasy, jetzt du singst, okay? La la la. La 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 la. Hey! 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 La 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 la. Dankeschön. Merci, merci, merci beaucoup. Thank you so much. Merci vielmal. Dankeschön. Have a great evening. Dankeschön. Love to you all. Wir sind Jam for Harmony. Ihr findet uns überall, wo die Lichter sind. Herzlichen Dank. Super Stimmung. In dem Sinn würden wir jetzt langsam die Veranstaltung beenden. Außer Jesse Howe will noch eins spielen. Eine Zugabe, noch eine Lied drin. Super! Schon abgestellt. Nein, ist nicht von uns. Sie müssen ihn anstellen. Jetzt. Hey Urs Hans, ich habe so gern, wie schön du meinen Namen sagst. Danke vielmals. Und es ist einfach mega schön, weil normalerweise sagt man immer, ja, Musik und Stopp und dann in der
Öffentlichkeiten so und spät am Abend die Polizei rufen, auch vor 4 Jahren, nicht nur jetzt und so, oder? Jetzt sowieso, aber nein, Winterthur! Winterthur! It's a beautiful, wonderful place mit viel Kultur. Okay, machen zum Schluss noch eine Nummer, die heißt, ist es aus den 70s, ist eine Ballade und heißt Knocking on Heaven's Door. It's been even disorder, but it's getting hard, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Please, 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 God, save our souls. Thank you for your love. Thank you. God bless you. Danke vielmals, Jessie. Super Stimmung, herzlichen Dank. Aber wir klopfen jetzt noch nicht an die Himmelstüren. Wir wollen noch weiterleben. Wir machen einfach weiter. Und am nächsten Montag sind wir wieder da. Danke vielmals. Ciao miteinander.